Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft 1.16 Snapshot 20A12 20, nein. Okay, ich schau noch mal kurz. 20W doch, 20W 2A. Ob es 2A? 2B ist Woche. Ist schon die 20. Woche jetzt im März? Okay. Ja. Mit den neuen Blöcken. Polished Basalt, genau. Marbled and Crimson, Nylium can no be bone meal to get more of the strange new vegetation. Also in diesem Gebiet können wir dann die Bäume und so wahrscheinlich wieder generieren. Gut. Diese kleinen Insel, das kleinste Biom. Das war geil im letzten Part. Ich habe so ein winziges Biom gefunden mit einem Baum, der nette Warzenblätter hat. Nette Warzenblöcke. Schon cool. Aber jetzt sind wir voll. Wir haben einen Schatz gefunden. Wir haben auch einen Wasserkristall. Herz des Meeres, genau, gefunden. Und jetzt gehen wir kurz ins Dorf und schlafen eine Runde. Wir müssen in das Bett. Oh, ein pinkes Schaf, das ist sehr selten. Ah, oh, wie toll. Nur wegen der Seltenheit gefällt mir das Schaf. So mega. Aber oh. Ja, ich bin nicht Pink-Fan. Ich bin nicht so feminin. Ich bin maskulin. Ja. Ich bin gerne maskulin. Jo. Also ich habe das Gefühl, das Projekt wird sehr lange gehen. Also nicht wundern, wenn ich einfach weitermache, obwohl ich die Sachen schon eigentlich gezeigt habe. Weil mir gefällt das sehr, so wie jetzt Minecraft ist. Je mehr im Minecraft-Original ist, desto mehr Chance hat man natürlich. Und mehr bauen kann man und so weiter. Oh. Was sind diese zweite Stockwerke, wenn nichts oben ist? Ja, ist leider ein schlechtes Dorf, aber gut. Schlechte Dörfer, ist nicht gut, aber ist gut. Und ja, solange wir noch mit dem Grafikfehler leider spielen müssen, wenn ich den nicht wegmachen kann, ist auch nicht so gut. Sieht halt einfach nicht professionell aus, gell? Aber das ist Java. Java spackt. Java spackt gerne. Ach, wie süß die Esel. Tolle Tiere. Ja, ja. Also jetzt müssen wir in die Richtung. Nö. Von hier sind wir gekommen. Die Richtung. Ne? Oh. Ja. Noch mehr Esel. Eine Eselszucht. Wenn ich Spaß habe, mache ich eine Eselszucht. Drago der Eselsbauer, Eselszüchter. Wir machen Donkey Island. Ja, okay, es ist keine Insel mehr, es ist etwas Größeres. Aber gut. Ich weiß nicht, ob das von Pinocchio war oder so, wo man. Ja. Geschichte. Voll der Horrorfilm. Pinocchio, der Horrorfilm. Ja, ja. Okay. Füchse, oh, wie süß. Oh, kuschelig. Kuschelige Füchse. Leider kann man die nicht züchten. Also sie bleiben sozusagen wild und eventuell auch nicht in der Nähe, die spawnen, glaube ich, vielleicht. Ja, eventuell, wenn man sie wirklich mit Liebe, mit Essen geködert hat, dann nicht mehr. Aber ja, trotzdem sind sie natürlich noch ein bisschen wild, auch Monster und alles mögliche. Sind halt scheue Tiere. Okay, ein Sumpf mit einem großen Baum. Eine Mischung zwischen
Dark Oak Wood und Zunkscheibe. Gehen jetzt überhaupt noch in die richtige Richtung? Also vor allem in die Richtung müssen wir leider noch gehen. Jupp, jupp, jupp. Auch eh in die Richtung. Okay. Ne, in die Richtung. Hier geradeaus. Ah, okay. Ja, in die Richtung. Das ist cool, dass der Baum dort Dschungelfarben hat, obwohl er eigentlich grün ist. Ja, richtig toll. Wieder lange laufen. Noch mehr Leder. Schon 11 Leder, cool. So, also wir finden sich wieder zurück hinter dem Gebirge eventuell. Deshalb mal ein bisschen mehr auf die Natur konzentrieren, damit wir merken, ah, da waren wir schon. Und so weiter. Ich habe nämlich ein mega fotografisches Gedächtnis, das heißt, ich kann mir alles merken, wo ich war schon. Vieles vergesse ich halt dann nach weiten Welten oder so, aber in einer gleichen Welt weiß ich eigentlich die ganze Map auswendig nach unter 5 Stunden. Und das möchte ich eigentlich auch beibehalten. Ich möchte jetzt nicht so viel reden und so, dass ich das gar nicht merken kann. Jo. Aber das ist ja auch positiv, dass man sich eigentlich nie verlieren kann. Auch noch die Koordinaten weiß und so weiter. Die habe ich immer noch aufgeschrieben, die werde ich für immer lassen, bis das Projekt fertig ist. Doch, ja, wer es dann nötig ist zu löschen. Also, also möchte ich eigentlich immer auf meinem Desktop haben. Ja, ja. So, jetzt haben wir uns hier noch ein kleiner, ja, da ist es, oder? Ah, Lamas in der Nähe, sehr gut. Lama, Lama. War hier nicht noch eine Kuh? Ist die hin? Ist die gewesen? Ja, eigentlich sollten wir die zum Züchten, aber die gibt es sicher irgendwo anders an. Und die spawnen ja immer wieder neu. Ja, die können wir nicht mitnehmen, schade. Das ist südlich, oder was ist das für eine Richtung? Facing North. Ja, südlich. In dem Gebirge gibt es Lamas, okay. Also, wie sollen wir dekorieren? Sollen wir es mit Neverblöcken dekorieren? Dann haben wir so 2 Farben. Wow, der Drago, der hat so einen guten Einfall, macht einfach die gegenseitigen Blöcke in ein Eisschollen-Eisberg-Biom. Ja. Ist halt der Drago. Der Drago macht vieles verrückt. Ganz verrücktes. Den Zuschauern. Zu sehen. Ja, jetzt müssen wir nur auf die andere Seite kommen, schauen wir. Da gibt es Wiegebirge. Oder sind wir gar noch nicht bei den richtigen Eisschollen? Die Gegend ist schon ein bisschen. Ja, es ist doch noch ein bisschen längerer Weg hier in die Richtung. Ja, ja. Also dort, wo das Eis schon schmal ist, dort das Gebirge im Süden gibt es die Dinge. Jetzt müssen wir dann eine Brücke machen, scheinbar. Ja, es ist halt ein bisschen kompliziert auf dem Wasser zu bauen, aber es ist auch irgendwie cool. Wir müssen ja Herausforderungen haben. Ich habe auch das Gefühl, dass ich nicht immer mit OP-Rüstung und Schwert und so rumlaufen möchte. Ja, okay, wir müssen es schon fast machen wegen dem Schutz. Ah, da sieht man das Portal, sehr gut. Wunderbar.
Jetzt müssen wir eigentlich noch ein bisschen Erde auslegen, aber das kann ich auf dem nächsten Mal Part machen, dass hier halt überall Erde ist dann. Jo. Wir müssen für den Garten eins tiefer gehen, aber für alles andere eins oberhalb vom Wasser. Ich will das Wasser nicht beschädigen oder so. Sehr gut. Wunderbar, dass wir so viel gefunden haben. Aber jetzt müssen wir schon fast, ja, die Erde auslegen für den Garten. Sonst machen wir den Garten einfach in die Richtung über. Ah, geht doch runter. Aber nicht überall, bitte. Wir müssen das so richtig auslegen. 1, 2, 3, 4. Da müssen wir es auslegen. Das Wasserloch, meine ich. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt machen wir noch eine Hacke. Ja, Eis, du musst leider hier auch kaputt gehen. Wieso tauchst du unter? Du musst doch auf der Oberfläche schwimmen. Und einfach wegen dem Gewicht schon noch und dann kommt es wieder hoch. Ja, es kommt wieder hoch. Okay. Ganze Physik kenne ich jetzt noch nicht so. Hier muss das Eis weg. Da gut, sie schleppt Eis mit der Hand. So, im Polarland. Ich hoffe, es schneit nicht viel hier. Macht der Drago einen Garten. Und die Sachen wachsen, als würden sie im Sommer wachsen. Weil der Drago das kann. Der Drago kann alles. Das ist ein Spiel, ja. Das könnt ihr auch. Wir müssen nur das Spiel spielen. Da geht vieles, ja. Es auch Spaß macht. Also mir macht es irgendwie Spaß, auch wenn es jetzt gar nicht so interessant ist wegen dem Garten. Aber ihr wisst ja. Das ist so und das ist so. Wir machen Skyblock. Schon eine Art Skyblock. Nur halt auf dem Boden, auf einer Eisscholle. Oh yeah. Was haben wir denn noch? Ja. Wir brauchen noch ein bisschen Zucker anzupflanzen. Wir brauchen noch mehr Eisen. Und wir haben Kohleproblem. Wir müssen Kohle dann noch holen. Ja. Sonst haben wir eigentlich nicht viel. So, sehr gut. So. Die Eisbären sind schon friedlich. Und jetzt können wir direkt da drüben. Ja, nein, machen wir das auf der anderen Seite. Ab hier. Einfach mal. Ganz viel Zucker. Ja, und wir müssen noch einen Weg, eine Brücke darüber bauen zum Festland. Wunderbar. Noch ein paar Monster anlocken. Wir wollen jetzt im Tal dort. Ich möchte es nicht ohne Ding machen. Ohne Pfeile. Einen Bogen haben wir. Karamessin-Stil.
Eine Angel machen, aber wir haben auch kein Ding. Jetzt können wir eigentlich nur an Land gehen. Und dann noch die fehlenden Sachen holen. Ja. Also, wir brauchen noch ein paar Dinge vom Aldi. Aldi Baumarkt. Angebote. Geh mir hier runter. Ist schön. Also wir müssen einen direkten Weg nach unten machen. Gut, höre ich die Lava gut. Ja, es gibt noch keine Lava hier. Wir brauchen ja Kohle. Machen wir einfach mal zur Höhle hier. Nehmen die Höhle, die Kohle mit, nicht die Höhle mit. Die Höhle ist ein bisschen zu groß, um mitzunehmen. Und ja, sie ist ja nichts, oder? Müsste einfach die Umgebung mitnehmen dann. Also nehmen wir lieber die Kohle mit. Ich möchte noch ein paar Monster besiegen. Für ja, Pfeile und so. Ja, aber die Spitzhacke möchte ich ja auch nicht so kaputt machen. Aber ich mache das jetzt mit den Diamantspitzhacke. So, ein bisschen schneller gehen. Ja, zwar eben. Machen wir das lieber mit Eisen. Ach komm, mein Gift hackt nicht herum. Ja. Haben wir. So. Hallo zusammen. Hättet wohl gerne, hä? Was wollt ihr von mir? Ein bisschen Brot? Ja, ihr seid Enten. Ja, gut. Er hat mich jetzt angegriffen. Ja, jetzt kommt sogar noch ein Spawner. Ah, das könnte er ganz anders. Okay, also ich es besiegen durfte. So. Wunderbar. Ist doch nicht schlecht hier zu farmen. So viele Monster, so viele Höhlen. Ach ja, so viele Creepers. So viele Skelette. So viele Pfeile. Oh ja. Echt toll. Aha, Geheimgang. Cool. Nicht schlecht. Oh. Was ist denn hier? Creeper. Creeper Island. Dreier Creeper gespannt.
Endlich, ey. Gottchen. Er ist ja qualvoll. Eine schöne Schlucht. Ah. Ich hatte schon noch ein bisschen Eisen mit mir. Noch nicht so weit oben. Liebe hier unten. Ah, das macht mir so viel Spaß, jetzt wieder eine neue Version zu testen. Findet ihr das nicht? Auch testen macht viel mehr Spaß, als einfach normal zu zocken. Ihr seht, das Spiel ist noch nicht fertig, also die Version ist gar noch nicht fertig und so. Ihr habt einfach mehr Interesse. Ist schon geil, ne? Tester zu sein ist schon ein cooler Beruf. Das ist kein bezahlter Beruf, aber es ist eine Leidenschaft und wir helfen ja den Entwicklern. Nur eben so einen Bug zu entdecken ist halt mittlerweile ein bisschen schwer. Habt ihr jetzt bis jetzt bei mir schon Bugs gesehen, außer die, dass die Gegner einfach nicht an der richtigen Location oder so, nicht so angreifbar sind? Ich denke, die haben schon recht gute Performance und Grafikbugs, ja. Das ist halt noch die Sache, aber früher so in Diablo 2 mit den Mods, also Mods-Teste war ich da. Habe ich ganz viele Mods-Dinge gehabt. Bugs immer wieder und die konnte ich natürlich auch immer zeigen. Aber mittlerweile gibt es halt so viele Bugs und so, dann ist es einfach schwer, den Entwicklern noch irgendwas mitteilen zu können. Weil das auch sehr viele Leute machen in Minecraft, oder? Was die Entwickler für Feedback bekommen vom nächsten Snapshot und so, das ist schon sehr, sehr groß. Ja, habe keine Diamanten wieder. Es ist einfach nichts los bei den Diamanten. Die haben leider momentan Corona-Krise. Sie sind alle zu Hause und nicht hier im Spiel. Und deshalb, Scherz, aber deshalb, ja. Kommen wir trotzdem weit. Wir sind einfach noch ein bisschen mehr suchen. Ich möchte gerne Nord-Süd-Striche machen. Also müsste ich in die Richtung. Und wie viel haben wir? 21. Ja, deshalb gibt es hier auch keine Diamanten. Wir sind leider ein bisschen Streetman. Aber jetzt die Höhen zu erkunden, das bringt nicht so viel. Außer, wenn man jetzt wirklich auf Spawner aus ja, nachschaut oder so. Das machen wir lieber dann mit einer besseren Spitzhacke. Und jetzt eher weiter da halt runter. Aber irgendwie sind ein paar Erze auch dichter. Eisen jetzt schon wieder gefunden haben. Ein Stack oder was? Fast ein halber, dreiviertel Stack. Jupp, jupp, jupp. Schön gemütlich. Ich liebe Minecraft auch wegen der Gemütlichkeit. Man hat keinen Stress, Zeitdruck oder so. Ah. Ja. Okay. Sind wir dann gleich unten? Nicht schon wieder Screenshot machen drauf. Sind schon viel zu weit unten. Hier. Ja, dann gehe ich mal in diese. Die Backe. Da ein Weg ist. Also auf Stufe Ebene 3, 10 tue ich. Ja. Streetman, auch wenn viel Lava kommen wird. Auf 12 ist es am gemütlichsten. Weil dort der Lavasee auch ist, also unten dran. Aber am besten wegen der Diamantenanzahl ist auf 10. Oder weiter unten.
Das 11 geht ja auch noch, aber da hat es auch wieder ein bisschen weniger. 10, 9, 8, 7 und dann ist halt einfach Bedrock, oder? Also, dann bringt es ja natürlich auch nicht so dort zu farmen. Also werden wir mal schauen, noch ein paar Minuten, so 2-3 Minuten, ob wir noch etwas finden. Und im nächsten Part ist halt Strip Mining angesagt. Aber ich werde dann im Part auch noch etwas anderes machen, was toller ist. Also wir werden relativ schnell halt wieder hochgehen. Sind wir eigentlich bald noch unter dem Haus, ne? So, die erste Spitzhacke ist weg. In der zweiten. Also dann werden wir wahrscheinlich viel noch anders machen im nächsten Part. Jetzt möchte ich nicht wieder eine Eisenspitzhacke machen. Ja, komm. Wir müssen halt einfach jetzt mehr meinen. Ich bin eigentlich immer der, der am wenigsten gerne meint. Habe ich so das Gefühl. Weil es natürlich schon echt immer das Gleiche ist, aber gut. Man muss es machen. Also aber eben Strip Mine, deshalb hier umkehren. Ja, da ist die Lava. Ja, wie soll man das machen? Auf 11, 10 sein. Ach ja. Diese Zahlen. Ja, ein 10 möchte ich natürlich auch diesmal wieder, klar. Ich bin ja relativ gut gegen diese Boxen, Schalke-Boxen. Weil die haben ja eigentlich immer, ja. Auch eine Sicht, oder? Dann musst du dich nur verstecken. Du wirst eigentlich nie abgeschossen. Du musst sie immer so treffen, dass sie dich nicht sehen. Sonst fliegst du halt ein bisschen in die Höhe. Ja. Also die haben irgendwie, also die machen dich leichter als die Luft. Und dadurch schwebst du nach oben. Finde ich irgendwie kurios. Einfach irgendwas, was ganz viel leicht ist, das Luft ausströmen an deinem Körper und sozusagen dein Gewicht aufheben. Interessant. Ja. Ja, also wir brauchen dann in den nächsten paar Parts das Baumaterial aus dem Nerven. Weil wir wollen ja das Haus aus neuen Blöcken machen. Und ja, ihr könnt gerne dann bewerten. Wie schön baut der Drago. Völlig kurios im Eisbiom. Aus netten Blöcken. Aber wir können ja schon mal anfangen mit den normalen Bricks. Den Neferziegel-Bricks. Also Neferziegel. Bricks ist ja Ziegel. Ja. Und Ideen immer bitte in die Kommentare. Ich bin wirklich einer, der gerne also Ideen von euch umsetzen kann, will, oder? Und ja, wir werden es toll zusammen haben. Ihr müsst halt einfach ein bisschen auch etwas machen, oder? Das ist auf YouTube leider nicht mehr so, dass die Community wirklich freizügig ist und den Leuten hilft. Es wird eigentlich kaum geholfen, eher gehatet und ja, so eine Zeit voller, ja, Gier nach Anerkennung und so, müssen halt einfach die hochkommen, die nicht gieren, die nicht irgendwie so viel Aufmerksamkeit brauchen. Ganz oben. Und einfach die ganz oben nicht mehr weiter supporten. Dann gehen die auch wieder runter, oder? Und die schlechten, also die
nicht so bekannten, die kommen hoch. Aber solange ihr das, also dass die Allgemein das so, die Allgemeinheit so macht, werdet ihr wahrscheinlich lange Zeit nicht mehr so tolle Leute finden. Also wenn ihr Langeweile auf YouTube habt, aber gerne YouTube-Videos schaut, dann supportet die Kleinen. Also die mit 710 Abonnenten. Nee, ich kann euch wirklich versichern, dass ich so bleibe. Dass ich jetzt eigentlich nicht nach Gier strebe. Je mehr Abonnenten ich bekomme. Und deshalb, ja, finde ich das schon cool, wenn ihr da natürlich ein bisschen offensiver bei mir kommt. Ein bisschen mehr macht, ein bisschen mehr schaut, mehr Kommentare schreibt und so weiter. Aber ich kann nun mal nicht so eine Community aufbauen, weil ich auch kaum Zeit habe, eine Community aufzubauen. Die anderen Leute, Let's Player, haben viel mehr Zeit, weil sie jetzt auch keinen Beruf haben, also, ja, nicht sportlich sind wie ich. Ich muss halt einfach 16 Stunden am Tag Sport machen. Ich muss meine Muskeln wirklich ausgiebig benutzen. Und dann hat man halt nicht so viel Zeit, zum wirklich auch richtig viele Sachen wie Thumbnails oder Intros und so zu machen. Aber wenn ihr einfach Gameplay schauen wollt und das in, auf interessante Weise, dann dürft ihr mir da natürlich sehr gerne supporten. Aber das machen ja viele. Sonst würden sie mich gar nicht schauen, die Videos gar nicht einschalten. Nur eben, es machen wirklich gar nichts. Also, ja. Einfach mein Stammpublikum macht und sonst niemand. Und das sind halt meistens nur 8 Likes. Im Durchschnitt eher 5 oder 4. Und ja, wachsen tue ich so nicht. Also eher nur wegen der Regnung wachse ich momentan. Das ist schon ein bisschen, ja, mickrig, oder? Das ist schade, weil eben könnt ihr noch so viel mehr machen für euch, wenn ihr da seid. Ah, ja. So, jetzt ist wahrscheinlich dann Zeit. Ah, es ist schon 32 Uhr. Also beenden wir das Video und machen das im nächsten Part. Tschüss!